Und in der heutigen Folge... Ich glaube nicht, dass er sie hören kann. Was ist das? Ein Schlüssel? Oh! Ach so, das ist eine... Aber ich bin noch nicht fertig. Upsis! Bandai Namco. Machen die nicht Dragon Ball und sowas? Sie marken oder... Okay, ich kann das nicht lesen! Oh mein fucking Scheiße! Why? Why would you do that? Das ist ja wie das Marvel-Intro, nur furchtbarer. That scared me. That was not necessary. Spiel nicht allein. Was? Spiel mit deinen Freunden? Ich habe keine Freunde. Gut, meine Einstellungen sind vollbracht. Ich heiße euch herzlich willkommen in The Dark Pictures, The Devil in Me, das Staffelfinale. Lustig, das ist das Staffelfinale von der ersten. Wird das erste Spiel von der gesamten Staffel, die ich auf diesem Kanal spiele. Wihi! So, fortsetzen können wir nicht. Neue Story, Storyline, Szenenauswahl. Wir machen die neue Story. Es steht vorne drauf, ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Und da ist ein Hotel und dann auf dem Bild ist ein Typ mit einer Melone und ich bin nur so, ist das das Holmes Hotel? Weil das macht mir Angst. Das Holmes Hotel war, glaube ich, der erste Serienkiller Englands oder so, dieser Holmes-Typ. Nicht Sherlock Holmes, aber... Nachsichtig, ein Überleben ist wahrscheinlich herausfordernd. Deine Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt. Der Tod ist unausweichlich. Na, das ist ja super. Nehmen wir mal herausfordernd, weil das ist ja ein Storyspieler. Traue ich mich ein bisschen mehr. Oh, Gott sei Dank, neue gespeicherte Daten. Was ist das denn bitte? Okay. Danke, Spiel. Sehr cool. Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten. Hosea 8,7. Steht das so in der Bibel? Okay. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Ich weiß! Deswegen spiele ich das ja so gerne. Na, eigentlich stehe ich auf die Stories. Ich finde, manche Entscheidungen retten Leben. Ich hoffe, dass die Entscheidungen, dass es hier recht klar ist, ob das gut oder schlecht ist. Oh, die arme Ratte. Andere sind tödlich. Oh, tot. Andere sind tot. Das Riesenrad ist 81 Meter hoch, Jeff. Kannst du dir das vorstellen? His name is Jeff. Ich versuche es gerade. Man kann bestimmt meilenweit von oben sehen. Das ist Chicago. Chicago? Was immer dich World's glücklich Fair macht. Hotel, du okay. Glücklich. Okay, wir sind. Sagen, ich habe mich nach einem nicht gelesen, Tag in welchem Jahr wir sind. Ich werde dich nie satt haben. Hahaha! Bist du dir sicher? Genuine? Snake Oil? Was? Ich glaube, wir sind da. Wie gentleman-like, so die Hand. Oh, das ist ja. Nein, sowas siehst du heutzutage nicht so häufig. Also, es ist nicht das Holmes Hotel. Aber vielleicht ist es ja nachempfunden. Sehr schön. Ja, wirklich. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich habe keinen Trailer gesehen. Ich habe nicht durchgelesen, worum es geht und sowas. Ich gehe komplett blind hier rein. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ha. Du musst die Klingel drücken, damit jemand weiß, dass du da bist. Sind wir die Einzigen hier? Es gab diesen Morgen bestimmt einen großen Ansturm auf die Ausstellung. Oh, ist das die Weltausstellung oder so? Klingel! Gut gemacht, guter Junge. Ab jetzt darfst du dich aufregen, wenn keiner kommt. Oder du rufst mal ein bisschen so, hallo, wir möchten gerne ein Zimmer. Pharmacy, warum ist denn da Pharmacy? Oh. Oh Gott, das ist Josef? Das lässt ja nicht gerade drauf hoffen, dass... Jetzt hat er so das Skelett gesehen, so, also das lässt nicht drauf hoffen, dass der Service gut ist. Benutze er zur Auswahl. Begeistert, beruhigend, alle müssen irgendwie beschäftigt sein. Lass uns nicht bis morgen früh warten. Tragen wir uns ein und gehen los. Wir gehen nirgendwo hin, wenn uns niemand eincheckt. Okay. Wenn Sie langsam sind, bedeutet das nur, dass Sie alles perfekt machen wollen. Meine Mary findet immer den Silberstreif. Oh, Mary. Oh, Lord. Ich bitte um Entschuldigung. Oh. Scheiße, Alter.
Er hat aber einen fancy Schnurrbart, der nicht zu seinen Augenbrauen passt. Meine Aufmerksamkeit wurde anderswo benötigt. Ich habe gerade jemanden zerstückelt. Verzeihen Sie, das Blut war überall. Ich musste es wegputzen. In diesem Moment verspreche ich Ihnen nur noch Silberstreife. Für mich. Blitz und Donner, und sie sind so, okay. Das World's Fair, hast du die Weltausstellung? Unterschreiben. Hotel, okay. Erstes Mal in Chicago? Chicago! Ich habe eine Vermutung und sage, Sie sind wegen der Ausstellung hier. Die Ausstellung, ja, aber nicht nur deswegen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Oh! Ach. Sie haben Hände bekommen. Ja, der Krieg hat ja einigen welche weggenommen. He's like, please, just fucking, I don't want to talk to you. I'm just being nice. Meine Frau, Mrs. Whitman, ja unterschreiben. Vielleicht will sie das. Ja, heute beginnen Glückwunsch. World's Fair Hotel. Scheint mir ein, okay, das ist wie in Until Dawn. Zu sein. Die Flitterwochen. Das hast du in The Quarry überhaupt nicht, sowas, dass sie was aufheben und du das drehen kannst oder so. Oder es ist wie in L.A. Noire, oder wie das Spiel heißt. Sie kostet genau das Gleiche. Ein Geschenk des Hauses. Nur euer Tod ist dazu gerechnet. Großzügig. Vielen Dank, Mr. Holmes. Oh, es ist Holmes! Ja! Ich wusste es! Es ist das Hotel! I knew it! Vielen Dank. Ich habe den Großteil selbst entworfen. Er ist so total krank, der Typ. Du musst dir die Doku anschauen dazu oder sowas, weil er ist so, oh, ja, der Architekt, Mann, der hat sein ganzes Hotel im echten Leben umgebaut. Die Leute haben eingecheckt und dann hat er einfach Gas reingelassen und die konnten nicht raus, weil er hat das halt so gebaut. Wow. Ich war in Italien in einem Vergnügungspark, wo sie so ein Horrorhotel haben, also wo sie so ein Horrorhaus haben. Und da haben sie immer ein anderes Theme. Und im letzten Mal, wie wir dort waren, ich weiß nicht, wie lange es her ist, schon ein paar Jahre, war im Holmes das Theme. Und dann sind wir durch dieses Hotel gegangen. Es war so geil. Meine Mom hat sich so eingeschissen. Teilweise, ich weiß nicht, beim allerersten Mal, wie wir durchgegangen sind, war das Theme irgendwas anderes. Und dann am Schluss hat uns ein Typ mit der Kettensäge verfolgt. Und ich wollte den Typen anschauen, wollte mich so umdrehen und gucken, weil er von hinten gekommen ist. Und alle, die bei uns in der Gruppe waren, meine Mom hat mich so nach vorne geschubst aus dem Horrorhaus aus. War so, ah! Und ich nur so, wait, I wanna look. Was habe ich vergessen mitzunehmen? Okay, was ist das? Sie ist jetzt bei der Pharmacy, ne? Kann sie das irgendwie anders auch noch drehen? Nicht wirklich, ne? Kurs aktualisiert? Okay. Wie auch immer. Whatever. I don't care. Oh! Oh. Sind sie öfter hier? Mein Mann wird schnell sehr unwirsch bei Anzüglichkeiten. Mhm. Das muss ja ein ganz Ja, und sein. Letztes Mal war es eben das Holmes Hotel. Und dann war auf einmal, ist auf einmal ein Typ neben uns gestanden und so ein Page und hat nur geschaut und wir nur so. Siehst du irgendwas? Das ist so lustig. Ich liebe es. Ich liebe Horrorhäuser. Ich liebe Horror. I wanna get scared. Der Typ, ich weiß gar nicht, ich glaube, der wurde gefasst eben. Was wohl hier drin ist? Weil der wollte, glaube ich, seine Frau dann auch umbringen, weil er eine langsam andere Frau gefunden hatte. Und irgendwie, ich kann mich nicht mehr erinnern. Zimmer. Aber die Doku, eine Dokumentation über den Typen anschauen, über das Holmes Hotel mit dem ersten Serienmörder von. What the fuck? Vom. Nur ein unfertiges Zimmer. Vom ersten Serienkiller Englands oder sowas, glaube ich. Deswegen ist das so bekannt. Keine Ahnung. Riesenrad zu drücken. Übrigens, warum hat er die Tür jetzt aufgemacht? Steht ja privat drauf. Was ist das? Digga, sowas machst Mensch nicht. Einfach so in das Dings, wenn da drauf steht, ja, ist privat und. Mann, seid ihr scheiße. Drücke X im Rhythmus des Herzschlags. Taste kannst du durch wechseln. What the fuck, was?
Willst du mich verarschen? Das ist ja schwieriger als The Quarry. Oder vielleicht ist es, weil ich herausfordernd genommen habe. Verzeihung. I'm so sorry. Verlaufen? Vielleicht falsch abgebrochen. Ich hab X gedrückt, weil... Es ist nicht sicher. Es tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Das Schild übersehen mit der Aufschrift privat. Entschuldigung. Tut uns sehr leid. Sie wollen doch nicht etwa durch den Boden brechen und als Fallobst enden, oder? Nein. Nochmals. Tut uns sehr leid. Ich habe jetzt zu schnell X gedrückt, weil in The Quarry eben bei diesen Events immer dieses rote Ding erscheint und du sofort X drücken kannst. Und ich gerade eben vor 2 Minuten aufgehört habe, das Spiel zu spielen. I'm so sorry. It will never happen again. I have to wait. Es ist wie in diesem einen Spiel, dessen Namen ich vergessen habe, wo du im Ersten Weltkrieg bist. Liebe Frischvermählte, willkommen in der Flitterwochen-Suite. Merci beaucoup. Danke, das war sehr hübsch hier. Mr. Holmes. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. I'm an animatronic. Wenn Sie mich entschuldigen, Arbeit wartet auf mich. Ich muss die Leiche entsorgen, die Sie beinahe gefunden hätten. Sicher bald wieder. Okay. Wow. We're quirky. Mein Gott. Oder meiner Königin. Du Charmeur. Küss das. Wie überaus unschicklich von dir. Madame. Hey. Ah, Volltreffer. Du hast es so gewollt. Benutze er zum Ziel. Pow! Voll erwischt. Sollte ich etwa Angst haben? Wenn es ist ein Polster. Die Augen. Geil. Haha! Oh. Hoppow! Gnade, Gnade! Okay. Bonusinhalt! Yeah! Mein Stolz ist verletzt. Wieso schauen Sie sich nicht in die Augen? Er schaut die ganze Zeit irgendwo anders hin. Das könnte ein verräterischer Trick sein. Ist ihr Rockrad reingespawnt? Ihre ganze Füße sind auf einmal erschienen. Augen zu, dreh dich zum Spiegel. Muss den Spiegel testen, ob das nicht so einer ist, der durchsichtig ist, weißt du? Wenn ich ein Kissen abbekomme, kriegst du einen auf die Rübe. Zum Messer. Gibt es ein Problem? Nein. Kurs aktualisiert. Wohin fahren wir denn? Oh, Jeff, wie wunderschön. Ich liebe es. Gut. Mann, die hat sich gerade schnell umgedreht. Sieg ist mein. Dann lasse ich dich jetzt baden. Ist das ein Guckloch? Ah, Mann, Alter, das ist doch total offensichtlich. Scheiße. Na, that's creepy, man. Ist das Bad auf dem Gang draußen woanders? Oder wie funktioniert das? Ich glaube, die beiden werden sterben. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich habe das miese Gefühl. Drücke Blech mehrmals. Dagegen stemmen? Aber ich habe das blöde Gefühl, dass sie nicht überleben werden. Sesam, öffne dich. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Introduction oder so. Wie wär's, wenn du dich rasierst, während ich kurz bade? Danach können wir uns arrangieren. Das klingt sehr französisch und auch ganz schön verboten. Ich dachte, wir sind in Chicago. Ich glaube, ich habe mein Rasierzeug vergessen. Unten haben sie bestimmt welches. Trödel nicht zu lange im Bad. Keine Sorge. Also gehen wir jetzt boarden. 1893. Richte dich im Hotel ein. Finde ein Rasierset. Joa, okay. Ha, der geht aber sehr beschwingt, der gute Mann. I'm gonna get some pussy tonight. That's why I am walking like this. Schön. Alter, die Uhr ist aber klein. Schau dir an. Entweder ist der Typ mega riesig oder die Uhr ist klein, also niedrig. Oh, schön. Aber es ist sehr hübsch.
Sieht ja aus wie im Haunted Mansion oder Phantom Manor. La la la, tri la la la. Da ist die. Lieber nicht. Na schön, okay, von mir aus. Spiel es so, noch nicht mehr, noch nicht sterben, okay? Wenn da jetzt reinlatscht. Komisch, die Teppiche fangen immer so merkwürdig an. Vielleicht ist es auch nur das Licht. Alles ist merkwürdig. Mann, das ist aber sehr verwinkelt. Ha. Ich hätte schwören können, dass das der Weg nach oben ist. Warte, sollten hier nicht Treppen sein? Warte, was? Scheiße, Alter, nee. Ich geh doch nicht... Wo, warte. Sind wir verdammt, sind wir in PT? Oh Gott, Silent Hills. Lass grüßen, was ist denn hier los? Kann der Treppen verschwinden lassen, der Alte? Das geht doch gar nicht. Was ist das? Wie, aber wo sind die Treppen hin? Hat er die einfach so hochgezogen? Wenn Blech erscheint. Okay. I guess so. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. R2. What the fuck is this shit? Pudert sie ihren Arsch ein vom Duschen oder was? Mach ich auch. Ah ja, der Unterrock muss weg und alles. Oh ja, ja, das sind 50 Tonnen Kleidung, der Mann. Weil ich weiß gar nicht, wie viel die getragen haben damals. Ich muss es zugeben. Was, was ich mich frage, wenn der sie umbringt, ja? Weiß nicht, wie ungefährlich das ist, weil würdest du nicht zuerst herausfinden wollen, ob irgendjemand diese Leute vermissen wird, weil vielleicht haben sie ja vor, sich mit jemandem zu treffen und dann wird die Polizei eingeschaltet und die werden doch rausfinden, ja, die wollten sich in diesem Hotel einchecken und dann wollten wir uns treffen und keine Ahnung was. Jeff. Aber jetzt nehmen wir Jeff. It's not Jeff. Spielen wir noch ein Spiel? Naja. Prüfen, entspannen. That was not a good idea, I'm pretty sure. Sie wird sterben! Das klappt nicht, Mister! I knew it! Jeff! Ich glaube nicht, dass er sie hören kann. Was ist das? Ein Schlüssel? Oh! Ach so, das ist eine. Aber ich bin noch nicht fertig. Upsis! Ich glaube, sie kann nicht mehr rennen. What a dann dick. Tut es nur noch mehr weh. Please. Oh, du Arschloch. Ah! Renn! Jeff, lauf! Lauf, Jeff! Jeff, lauf! Jeff, renn doch einfach! Ihre Frau hatte wohl einen Unfall. Sieh da hinten! Jeff, lauf! Jeff, du musst weglaufen! Gibt es ein Problem, Sir? Ja, Sie sind das Problem. Ich muss zur Lobby. Hinfort. Was zum Teufel? Die Wand. What the fuck? Da ist noch eine Wand. Yo, was ist denn das für ein abgefucktes, krasses Hotel? Jeff, die Wände kommen näher. Wir werden sterben, Jeff. Jeff, das ist nicht gut. Das ist Gas. Glaube ich. Ich weiß. Ja, es ist Gas. Das hat er im echten Leben auch gemacht. Dann sind die Leute eingeschlafen und hat sie umgebracht. Jeff! No! How is she still moving? Hat er ihr nicht die Kehle aufgeschnitten? Übrigens, sehr komisch, dass du das nicht sehen kannst. Die stirbt doch eindeutig, das... Come on, man! Jeff! Jeff! Guck mal, du kannst da durchschauen.
Alter, der alte Sack beobachtet das Ganze. This is so sad, no! Skiffgas! Oh mein Gott! Nein! I like the... Nein! Er hat die Spikes überlebt. Mr. Holmes! Vielleicht sollten sie Detektiv werden, dann sind sie vielleicht weniger arschig. Ein Platz für alles. Oh mein Gott, deswegen hat er die ganzen Ringe. Er hat schon so viele Paare umgebracht. Wow, sieh dir das an. Oh, wie wunderbar. Für dich nur das Beste, Liebling. Mutter würde tot umfallen, es ist so Verzeihung, opulent. Guter Mann, arbeiten Sie hier? Hallo. Willkommen im World's Fair Hotel. Wow. Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist nicht Copyright. Das will ich nämlich nicht. Ich verdiene zwar kein Geld damit, aber ich will nicht, dass das Video gesperrt wird. Please don't do that to me. Won't you stop? Ich muss einfach die ganze Zeit reden. In der Hoffnung, dass das in Ordnung... Wow, yo! Woo, Jesse Buckley, kenne ich den? Sollte ich den kennen? Mann, ist das laut. Okay, ich mach mal hier ein bisschen leise auf meinen Kopfhörern. Scheiße, Alter. Wer ist der Typ eigentlich? Das ist so der Kurator oder sowas. Fehinti Balogun Gloria Obianyo? Obianyo? Keine Ahnung. Ich glaube, die Leute, die da mitspielen... Okay, Nikki Patel sind ja echte Schauspieler oder sowas, ne? Aber die Namen sagen mir alle gar nichts. Abdul? Sehr cool. Der Typ latscht hier durch die Gegend. Ich glaube nicht, dass er das im ersten macht. Da ist er, sitzt er einfach da und ist so, also, wie geht es Ihnen? Ich weiß gar nicht mehr. In Until Dawn hast du, glaube ich, den Psychiater. Ich weiß aber nicht, ich glaube, das ist nicht derselbe wie er, sondern... Der ist halt wirklich nur von den Anthology Games. Hallo, Lady. Ist er jetzt im Hotel gerade oder was? Seth M. Sherwood, das Screenplay. Der Kompass, den du immer siehst, wenn du was auswählst. Ja. Score, Jason Graves. Jason, ist das auch nicht Copyright? Ihr würdet nämlich keinen Ärger bekommen. I'm a bit afraid. A Conversation with Death, performed by Chemist, produced, mixed and mastered by Dave Otero. Sehr coole Musik. Mag ich gerne, ja. Schön. Schönes Intro. Das bin ich. Ich sehe gut aus, nicht wahr? Hi, wie geht's Ihnen? Ihnen ist was runtergefallen. Oh. Oh. Sie sind da. Ja, ich bin da. Haben Sie lange gewartet? Oh nein. Willkommen zurück. Ich hab die Zeit überbrückt. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Oh, es freut mich ebenfalls. Dieses Mal hat niemand überlebt. Das stimmt nicht, das habe ich nämlich nicht gespielt. Ich habe das Spiel nicht gespielt, lüg doch nicht. Ich habe das letzte Spiel nicht gespielt, das ist mein erstes. Verdammter Lüge. Hört, glaubt ihm nicht. Lange war ich ganz allein. Ich erinnere mich kaum daran, wo ich war, bevor ich diese Geschichten hütete. Und was sind Geschichten wert, wenn keiner sie erlebt? Oh, da haben Sie recht. Diese Geschichte handelt von Künstlern. Ah. Und davon, wie weit sie für wahre Kunst gehen würden. Kunst kann viele Reaktionen hervorrufen. Wir hassen das Spiel. Entzücken, Inspiration, mit dem Typen, Begehren. Der zweite Teil. Oh, Mann. Aber auch Zweifel, Angst, Schrecken, ihre Reaktionen und ihre. Da gibt es irgendeinen zweiten Teil von dem Spiel. Der Evil Within 2, da gibt es auch einen Künstler, der macht ziemlich geilen Scheiß. Werden Sie Bilder finden,
Tatsächlich. Diese geben Hinweise auf mögliche Folgen ihrer Entscheidungen. Und manchmal haben scheinbar unwichtige Entscheidungen die gravierendsten Folgen. Sie sind verantwortlich dafür. Sie trifft die Schuld. Danke. Das macht mir Mut. Ja, sie gucken nur zu, ne? So sind die Regeln. Ich kann nur beobachten und Geschichten für die Nachwelt bewahren. Das mache ich auch. Deswegen nehme ich ja auf. Oh. Für die Nachwelt. Wissen Sie, was das ist? Sehr alte Münzen. Man nannte sie Oboloi. Toten wurde so ein Obolus in den Mund gelegt. Als Fairgeld. Halten Sie Ausschau. Mit etwas Glück finden Sie solche Münzen. Sie können sie bei mir eintauschen. Es lohnt sich also, nach ihnen zu suchen. Okay. Wenn Sie das wollen. Also dann wollen wir. Das Spiel hat begonnen. Ich beobachte Sie. Das macht mich ja wirklich froh. Er taucht jetzt da hinter mir auf im Bild. Mein Name ist Kate Wilder. Ich habe einen Master in Kriminalpsychologie. Ich bin Enthüllungsjournalistin und möchte etwas bewirken. Vielleicht haben Sie kürzlich mein Interview bei Chicago AM gesehen. Raw-Footage. Und ja, es ist echt hart, wenn bloße Ehrlichkeit einem den Ruf als Zicke einbringt. Das bin ich nicht. Okay, ich habe meine Probleme, so wie jeder andere. Ich arbeite daran. Das sollten Sie, glaube ich, rausschneiden, Mark, oder? Ich habe an der UCLA-Fotografie studiert. Schön, Mark, ich kann überhaupt nicht lesen, was du sagst. Ich möchte wieder mit der Fotografie anfangen. Es ist ein Job. Es ist ein Job. Ich war lange Keygrip und Beleuchterin. Was steht da? Beleuchter. Skyland? So jemanden trifft man nicht. Steht auf ihrem Shirt. Wie fängt man da an? Okay, also jetzt sind wir in der modernen Ära angekommen. Also das ist damals passiert im Hotel. Referenzen an oder persönlichen Infos? Weil ich meine, hat da jemand Zugriff drauf? Wegen der Privatsphäre und so. Ja. Die Augen von ihr sind ja riesig. Die hat ja Rehaugen. Die letzte Serie lief so gut, das war... Director, okay. Es war eine sehr schön konzipierte und, hat aber, nicht so eingeschlagen, wie ich hoffte. Okay. Wer schaut sich das Ganze an? Wenn ich ehrlich bin. Was? Ich denke, wir haben genug gehört. Was? Genug? Oh. Oh, ich fange gerade erst an. Sie verstehen nicht. I'm British. In meiner Seele. I don't think they're British. Das ist Chicago, das ist Amerika, oder? Oder was? Ich weiß nicht. Dafür, dass ich ein Mörder bin, genauso wenig wie ein Dichter etwas für seine Inspiration kann. Begraben Sie mich, euer Ehren. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement, begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement, denn glauben Sie mir, der Tod like wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Am 7. Mai... Seine Augen, was ist denn das? ...wurde Herman Mudgett, alias Henry H. Holmes, dem Strick zugeführt. Sein Genick wurde durch die Wucht des Hängens nicht gebrochen. Was? Aufzeichnungen zufolge hing er über 15 Minuten und erstickte langsam, bis das Monster endlich tot war. Ich glaube, das stimmt sogar. Ich weiß aber nicht, Amerikas glaub, das erster stimmt. Serienmörder gestand... Ja, er ist Amerikas erster Serienmörder, das ist es nämlich, ja. Doch als die Ermittler die Spuren sichteten, die er hinterließ, und seinem Weg von Stadt zu Stadt folgten, wuchs die Zahl erheblich. Nahezu 200 Morde. Yeah, that's crazy. Amerikas erster Serienmörder. Und vermutlich der schlimmste. Naja, Amerika fängt ja immer großartig laut an. Wurde wie gefordert unter Zement begraben. Wollte er sich vor Gottes Urteil verstecken? Er ist da hinten so... Oder wollte er etwa wirklich den Teufel davon abhalten, wieder zu morden? Ich meine, der war eindeutig psychisch gestört, ja, dass der... Und? Was meint ihr? Das gemacht hat, der war sich ja offensichtlich sehr bewusst, dass das nicht richtig ist, was er macht. Aber konnte halt einfach nicht aufhören. Und das ist ja wirklich bei Serienmördern, also bei ganz wirklich ehrlich, so ganz kranken Psychopathen. Das ist ein Haufen... Merkt ihr das? Die...
Larned Entertainment. Charles Larned. Nicht, dass es in Ordnung ist, ja, absolut nicht, aber es ist... Mein Name ist Grantham DeMatt. Was kann ich für Sie tun? Wie verantwortlich sind Sie dafür und wie schlecht, weißt du, wie schlecht sind Sie wirklich? Ich bin Ihnen sehr dankbar. Das ist sehr faszinierend, dieses Gehirn von solchen Leuten. Weil sie selber nicht erklären können, warum sie das tun, was sie tun. Sondern sie sind so, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich kann nicht anders. Und ich bin immer so, ich denke mir, das ist immer so wie eine Sucht, oder? Das ist so jemand, der halt abhängig ist, wenn er jetzt von Alkohol oder von Drogen oder von irgendwas anderem ist, weißt du? Oder so Schokolade. Das ist ja auch so. Ich weiß, es ist nicht gut für mich, aber... Kann ich nun mit Ihnen rechnen? Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Soll ich das Auto schicken oder nicht? Ja. Das ist sehr unheimlich, aber ich finde solche Serienmörder, denen absolut bewusst ist, dass das falsch ist und alles, ja, sind irgendwie am unheimlichsten, oder? Weil so Leute, die einfach komplett, ich weiß nicht, Gaga sind und so sind, sie sehen Jesus überall, weißt du, da bist du so, okay, they're just... Aber Leute, die so sind, ja, ich hab's getan, wirklich? Weil I liked it oder sowas, das ist so... Okay. Abenteuer, Spannung. Übrigens, wieso trägt er Handschuhe? Will er keine Fingerabdrücke hinterlassen, wer auch immer das ist? Ausflug! Yay! Okay, also irgendjemand benutzt das Hotel weiterhin, um zu morden oder was? Sein Nachfahre oder er ist selber. Oh, er ist zurückgekehrt, der Holmes. Kann überhaupt hinfahren? Magst du keine Überraschung? Weißt du, woran mich das erinnert? Sag's nicht. Der Pika. Was ganz ist der Pika? Genau. Ich, absolut pleite, mit einem kaputten Handy, verloren im gottverdammten Topeka. War nicht meine Schuld. Das war komplett deine Schuld. Ist das ein Land oder so? Du Topeka? Immer dein Hirn ausschaltest. Also, schieß los, Charlie. Was wissen wir über diesen Kerl? Er ist reich, er lebt zurückgezogen, ist von H.H. Holmes besessen. Total zurechnungsfähig. Wir fahren zu einem Alten, das er von einem Verwandten geerbt hat. Der war von Holmes besessen. Einige Zimmer sind vollständige Nachbildungen der Mörderburg. Vollständig? Er hat Blaupausen, Dokumente, Artefakte. Scheiße, Alter. Als ich sagte, das rettet die Show, meinte ich das verdammt ernst. Ha! Und das alles hast du... Ich weiß nicht, wie viele von euch hier sterben werden. Hey. I'm gonna be honest. Einfach. Verzeihen Sie die Heimlichtuerei. Bevor wir weitermachen, muss ich Sie bitten, das ist eine aus Aufnahme. Ihre Handys wegzuschließen. Warum redet er nicht selber? Es mag seltsam klingen, dass ich Sie einlade, die Sammlung in meinem Haus zu filmen. Ich kann nichts erlauben, dass Informationen teilen gehört könnte, die mein Geschäft Plan? Wussten wir davon? Oder mein Lebensstil. Es gibt Regeln. Material, das Sie verwenden möchten, muss von mir genehmigt werden. Ich verlange Privatsphäre und Diskretion. Ich bestehe darauf. Seine Hütte, seine Regeln. Was er uns anbietet, ist es wert. Da könnte er auch Geld dafür verlangen. Ich würde lieber Geld zahlen, als mein Handy abzugeben, um ehrlich zu sein. Na schön. Ah, don't trust this. Für die Show. Ich habe irgendwie gelernt, dass Handys abzugeben immer eine schlechte Idee ist. Weil im Notfall hast du es dann nie. Das schaut aus wie Laken, das da Steinding da. Es schaut nicht echt aus. Ich weiß nicht wieso, aber... Das ist aber hübsch da, der See oder was ist das, so ein Meer? Ganz nett. Wenn er so reich ist, warum hat er dann keine Bediensteten? Vielleicht will er keine. Vielleicht lässt er auch nur hier und da eine Putze kommen, weißt du? Kann ja auch sein, dass er nicht jemanden will, der die ganze Zeit vorhanden ist, sondern nur vorbeikommt am Wochenende oder... Nö. Okay, jetzt überfährt er alle. Geht ja. Und was jetzt? Ich möchte ein paar Aufnahmen vom See und der Landschaft machen. 26. Oktober. Okay, also 2024. Sie geben mir kein Jahr an. Ah, das ist ziemlich weit oben. Wird aber super aussehen und wir können über dem Nebel filmen. Irgendwie die Augen von den Leuten, sie sehen unterwegs einen halben Lungenflügel nie irgendwo raus. Sie sehen nirgendwo hin.
Mark, das ist verrückt. Sie schauen nicht so aus, als würden sie miteinander reden, sondern einfach ins Leere starren, oder? Schau es an! War schön, euch zu kennen. Na los. Es ist schräg.